Beratungsgespräche bieten wir an für Betroffene von sexualisierter Gewalt, für alle Betroffenen. Der größte Teil sind tatsächlich Erwachsene, die in ihrer Kindheit sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren und feststellen, dass die Strategien, die sie so als Überlebensstrategien gelebt haben, bisher nicht mehr greifen. Also entstehen dann auch körperliche, psychosomatische Beschwerden, in Beziehungsgeschichten werden schwieriger und irgendwann so dieses Level erreicht ist, wo ich das Gefühl habe, jetzt komme ich alleine nicht mehr zurecht, jetzt brauche ich irgendeine Form der Unterstützung. Also es wird immer noch so gesehen, sexualisierte Gewalt ist was zwischen zwei Menschen passiert, also was Individuelles. Das stimmt aber nicht. Das ist eben auch ein gesellschaftliches Thema. Das Umfeld außenrum hat was damit zu tun. Das bedingt, schafft Bedingungen oder es erschwert Bedingungen. Und da ist Gleichstellung eben ganz, ganz wichtig. In dem Sinne, dass man versucht, die Strukturen zu schaffen, die sexualisierte Gewalt erstmal schwieriger machen, das Ausüben von sexualisierter Gewalt. Das wird ja auch versucht im Kinder- und Jugendbereich zum Thema Schutzkonzepte, bei der Personalauswahl, bei der Qualitätssicherung, der fachlichen Arbeit, in der Transparenz, welches Beschwerdemanagement gibt es für Kinder und Jugendlichen. Und ähnlich ist es mit Frauen und Gleichstellung. Also wie wird damit umgegangen? Wie ist die Machtverteilung und wie transparent ist es? Wie gehen Menschen mit der Macht um? Erinnerung. Ein Wort, ein Geruch, ein Ort. Eine kurze Erinnerung. Es blitzt kurz auf, alles durcheinander. So lange her, so lange vergessen, so lange nichts gewusst, so lange nichts gefühlt, so lange nichts gesagt. Wer glaubt mir das? Glaube ich mir selber. Wirbelwind ist offen für alle Menschen, die Hilfe, Unterstützung, Rat, Information zum Thema sexualisierte Gewalt brauchen. Das heißt, wir beraten und begleiten Betroffene, aber auch deren Angehörige und Fachleute.